Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Hightail-Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Das ist heute hier nicht direkt ein Hightail-News-Video, aber ein Video, was über eine wichtige Sache informieren soll. Bevor es damit losgeht, aber nochmal am Rande erwähnt, wenn euch der Kanal und vor allen Dingen die Hightail-News-Videos gefallen, würde ich mich an der Stelle über ein Abo freuen und vor allen Dingen, wenn ihr die Glocke aktiviert, denn dann werdet ihr immer von YouTube selbst auf dem Laufenden gehalten, wenn es neue Videos auf meinem Kanal gibt. Ich versuche euch so schnell und aktuell, wie es nur geht, über Hightail zu informieren, vor allen Dingen alle wichtigen Infos rund um die Beta-Anmeldung oder Neuigkeiten zur Beta, die gibt es hier auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Und ich möchte noch erwähnen, dass wir einen großen Hightail-Server am Plan sind und immer noch auf der Suche nach weiteren Mitgliedern sind. Wir haben super viele Entwickler mittlerweile, ich glaube 15 Stück sind es schon fast. Wir haben ganz viele Supporter, Bilder, wir haben Leute, die sich darum kümmern, Musik und Sounds für den Server zu produzieren. Grafiker haben wir, also ihr könnt euch noch für etliche Stellen bewerben. Den Link zum Google Docs, wo ihr euch bewerben könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann würde ich auch sagen, geht's auch schon direkt los mit dem Video und der wichtigen Frage. Denn es fragen ganz viele Leute, hey, wie sieht's eigentlich aus, Kevin? Wird das Spiel für die Konsole kommen? Wird das Spiel fürs Handy erscheinen? Und hier gibt es schon seit Monaten in den FAQs die Antwort für diese Frage. Aber gut, vielleicht ist der ein oder andere nicht so, ja, was Englisch angeht, begabt und kann sich das übersetzen oder hat einfach keine Lust, die FAQs zu lesen. Absolut in Ordnung, deswegen mache ich ja die News und versuche, so gut es geht, auf eure Fragen einzugehen und tu auch vor allen Dingen immer regelmäßig die Kommentare meiner Videos lesen, auch wenn einige Leute das nicht denken. Ich lese sehr viel die Kommentare und deswegen habe ich mir gedacht, es ist sinnvoll, hierüber eine Frage, ein Antwort-Frage-Video zu machen. Ich nenne es einfach jetzt mal so, weil das eine Frage ist, die wirklich so oft gestellt wird und deswegen hier auch mal die klare Aussage. Hightail wird zum Release nur für PC und Mac erscheinen, steht in den FAQs so, aber sie erforschen schon das Spiel für andere Plattformen zu releasen. Das ist quasi die Aussage. Und deswegen, alles Weitere kann ich jetzt nur aufgrund von Vermutungen erzählen. Deswegen nochmal an der Stelle, was ich jetzt sage, ist nur eine reine Vermutung von mir. Das muss nicht so sein und kann auch ganz anders verlaufen. Nicht, dass ihr euch jetzt darauf verlasst und sagt, ja, Kevin hat gesagt, das ist so und dann wird das auch so sein. Es ist nur eine Vermutung. Und zwar, ich gehe mal davon aus, ich kenne mich jetzt mit der Thematik auch nicht so krass aus, muss ich an der Stelle sagen. Falls es hier Minecraft-Konsolenspieler gibt, schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Das würde mich jetzt wirklich mal an der Stelle interessieren. Wie ist das mit Minecraft auf der Konsole gehalten? Könnt ihr Minecraft auf der Konsole modden? Ich glaube nämlich nicht, oder? Also könnt ihr sowas wie Feed the Beast, Sky Factory, Hexit, Tech-It, könnt ihr das alles auf der Konsole spielen mit Minecraft oder geht das nicht? Und vor allen Dingen könnt ihr auch auf so Minigames-Servern wie Hypixel, Gomme und so weiter spielen. Das sind jetzt so die größeren Minecraft-Minigames-Server, die mir gerade einfallen. Denn soweit ich das von ARK kenne, weiß ich, dass die ARK-Spieler auf der Konsole ARK nicht modden können. Und das ist ein essentieller Punkt, der ganz wichtig ist, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn man sowas wie Minecraft oder Hightail spielt. Denn euch geht sowas Großes an Spielelement verloren, wenn ihr das Spiel nicht modden könnt. Gerade bei Hightail, wo so viele umfangreiche Tools zur Verfügung gestellt werden, das Spiel zu bearbeiten und zu verändern, servertechnisch oder serverseitig. Und das würde einfach fehlen, wenn ihr auf der Konsole spielt und nur die Classic-Version von dem Game spielen könntet. Deswegen, ich denke mal, das könnte ein Problem sein. Sollte das der Fall sein, dass man bei Minecraft auch ganz ohne Probleme auf der Konsole modded Minecraft spielen kann, wobei ich habe da so ein bisschen in Erinnerung, dass Sony da so ein bisschen sich angestellt hat, dass Leute, wo sie das nicht kontrollieren können, irgendwas releasen können und die Leute das runterladen müssen, weil sie wahrscheinlich verhindern wollen, dass irgendwelche Hacks oder so auf Konsolen kommen. Keine Ahnung, kenne ich mich jetzt nicht so krass mit aus, aber ich denke mal, das ist eine Schwierigkeit und da suchen die Jungs nach einer Möglichkeit, wie man das umsetzen könnte, denn ich glaube, so modded Server oder bearbeitete Server, die werden bei Hightail unnormal viel ausmachen. Und das wäre einfach ein Riesenspielelement, was Leuten verloren gehen würde, wenn sie das nicht nutzen können. Also wer wirklich Minecraft bisher nur auf der Konsole ungemoddet gespielt hat, der soll es wirklich mal auf PC mit modded Minecraft versuchen, wie Sky Factory, Tech-It, Feed the Beast, Hexit, Attack on the B-Team oder wie es heißt. Ja, da gibt es so viele krasse Mods. Also wenn ihr die gespielt habt, dann wisst ihr genau, warum Minecraft eigentlich so einen riesen Hype überhaupt erst hatte. Weil das Spiel einfach unendliche Möglichkeiten mitgebracht hat, es zu verändern. Zwar alles sehr komplex und dumm umgesetzt, aber bei Hightail soll das Ganze natürlich noch besser werden. Und deswegen, sie wären dumm, wenn sie es nicht für die Konsole bringen würden, das Spiel. Aber ich denke mal, sie wollen nicht
irgendwie was Halbes machen, sondern sie wollen wirklich was Ganzes machen und wollen auch gucken, dass die Leute, die auf anderen Plattformen spielen, genau dasselbe Spielerlebnis geliefert kriegen wie Leute, die auf dem PC spielen. Deswegen denke ich, da wird es auf jeden Fall ein bisschen dauern, 1-2 Jahre vielleicht oder so. Das ist auch nur eine reine Vermutung. Nach Release des Spiels für PC und Mac wird dann vielleicht irgendwann auch eine Version für die Konsole kommen. Kann aber natürlich auch sein, dass sie das Spiel einfach raushauen, ohne dass man es groß modden kann oder so auf der Konsole. Deswegen, das sind reine Vermutungen meinerseits. Wie es dann letzten Endes aussieht, das werden wir dann erfahren, wenn es über die Thematik einen Blogpost gibt oder weitere Neuigkeiten. Und dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, es ist jetzt kein News-Video. Es diente wirklich dazu, diese wichtige Frage mal zu beantworten, weil die so oft in den Kommentaren gestellt wird. Das ist echt abnormal, obwohl ich das eigentlich schon mal in dem Video behandelt hatte. Deswegen auch nochmal an der Stelle die Erinnerung. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr immer Bescheid. Und ich würde mich natürlich über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und da bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Hytale News Video, wo es um die NPCs gehen wird.